Prominente Leute wie Rudi Walter begeistern die Schwammendinger. Hier im Quartier. Ich habe nichts besonders bemerkt. Ich kann auch sagen, dass ich besonders gerne auf Schwammendinger komme. Und zwar erstens einmal, weil ich nur etwa 7-8 Minuten habe von daheim bis dahin. Das ist natürlich schon ein Grund, dass man gerne auf Schwammendinger kommt. Abgesehen davon gehen wir gerne auf Schwammendinger und auch an andere Orte in der Peripherie von der Stadt, weil wir in der Stadt selber eigentlich gar kein Theater für uns haben, im Grund. Man hat das Hechtplatztheater und das ist aber auf Jahre raus eigentlich fast besetzt. Man muss also weit voraus, muss man das mieten eigentlich, muss man reservieren. Und das kann man nicht immer. Und so gehen wir eigentlich ganz gern mit so einem Stück wie Drei Männer im Schnee, wo überall Erfolg hat. Und auch im Schwammendinger-Publikum. Wir haben das Schwammendinger-Publikum sehr, sehr gern. Wir sind ja schon mit anderen Sachen da gewesen. Wir gehen also sehr, sehr gern mit so einem Stück auf Tournee.